Der Bahnhof Heringsdorf, Anfang der 90er Jahre im typischen Reichsbahncharme dieser Zeit. ...1974 haben V100 den Dampfbetrieb abgelöst. 201026 setzt in Heringsdorf um. Zeitweise waren 10 V100 im BW Heringsdorf beheimatet. Ortswechsel nach Wolgasthafen. Hier hatte die damals noch elektrifizierte Strecke nach Züssow ihren Endpunkt. Wer zur Inselbahn wollte, musste zu Fuß über die Straßenbrücke zum Bahnhof Wolgaster Fähre laufen. ...143-838 ist in Wolgasthafen eingetroffen. Die E-Lok muss für die Rückfahrt umsetzen. Eine Eisenbahnverbindung zum Festland gab es seit 1945 nicht mehr. Alle Fahrzeuge mussten mühsam mit einer Fähre übergesetzt werden. Dazu gab es einen Fähranleger, der ein direktes Auffahren auf die Fähren ermöglichte. Endstation auf der Insel war der Bahnhof Wolgaster Fähre. Nur zu Fuß nach Wolgasthafen konnte man weiterreisen. Auch hier typische Reichsbahn-Tristesse. Die Inselbahn ist von der Stilllegung bedroht. Im Frühjahr 1993 dann plötzlich der Neubeginn. Modernisierte Triebwagen der Baureihe 771 übernehmen den Betrieb. Sofort wird ein Taktverkehr eingeführt. Es beginnt eine neue Epoche bei der Bäderbahn. Doch die veraltete Technik muss erst überwunden werden.
Reichsbahn-Charme auch im Bahnhof Albeck. Der Zug aus Wolgasthafen ist eingetroffen. Noch tragen die kleinen Triebwagen das DR-Logo. Gleich nach der Einführung des Taktverkehrs steigen die Fahrgastzahlen sprunghaft an. Zuerst sind es Schüler, die ihre neue Eisenbahn schätzen lernen. Die Fahrgäste gewöhnen sich schnell an die Triebwagen. Sie sind zwar betagt, aber bieten ein besonderes und ein neues Fahrgefühl. Diese Brücke führt fast zur Stilllegung. Der Betonviadukt über den Bansiner Sackkanal ist so marode, dass er zum Schluss nur noch mit 10 km/h befahrbar ist. 1996 wird das Bauwerk durch einen Neubau ersetzt. Die kleinen Triebwagen, im Volksmund liebevoll Ferkeltaxe genannt, verbreiten einen Hauch von Bahnnostalgie. Die Fahrgäste werden kräftig durchgeschüttelt, aber keiner schimpft oder beschwert sich. Der Bahnhof Heringsdorf vor der Renovierung. Neu ist die vertaktete Anbindung an den Busverkehr. Wie wir hörten, ist Heringsdorf ein Kopfbahnhof. Die Triebwagen erleichtern das Wenden nun erheblich. Seebad Heringsdorf. Einst hielten hier Schnellzüge aus Berlin. Nur etwas über 2 Stunden waren sie unterwegs. Eine verblasste DDR-Losung am Stellwerk. Thank you.
Wieder werden die Fahrkarten kontrolliert. Die Fahrpreise sind moderat und lehnen sich an das Preisgefüge der großen Bahn an. In Zinnowitz ist ein Zug aus Peenemünde eingetroffen. Der Bahnhof ist die zweitwichtigste Station auf Usedom. Aus Ahlbeck ist der Zug nach Wolgaster Fähre eingerollt. Zweiten Wagen.